Guten Tag miteinander, hier ist der David Galuschet vom Solarmarkt. Es freut mich, dass ihr heute dabei seid beim Webinar Gen 24 von Fronius. Und die Referenten später werden sie der Valerio Mele und der Martin Gabler. Das sind die beiden, ihr seht es hier im anderen Bild. Ja. Sie werden nachher übernehmen und die ganze Sache präsentieren. Allererst möchte ich euch zeigen, wie ihr aktiv könnt dabei sein könnt. Und für das gibt es zwei Möglichkeiten. Während der Präsentation habt ihr die Möglichkeit, über den Chat eine Frage zu stellen, wo wir umgehend werden beantworten. Und am Schluss können wir mit Handerheben Diskussion führen. Wir zeichnen das Webinar auf, jetzt aktuell, und wir werden dann am Schluss die Aufzeichnung abstellen, so dass wir wirklich da intern ein bisschen untereinander können diskutieren können. Und ich mich freue, wenn es da eine offene Runde gibt und einen spannenden Austausch kann geben mit den Fragen. Zum Üben Handerheben eine erste Frage. Versteht jemand Schweizerdeutsch nicht so gut und wäre froh, wir präsentieren auf Hochdeutsch, dann bitte jetzt Hand erheben. Es ist keine Hand hochgegangen. Also von dem her denke ich, können wir es auf Schweizerdeutsch durchführen. Dann eine weitere Frage, zum Schauen, ob das mit dem Handerheben klappt. Wer hat schon Fronius-Wechselrichter eingesetzt? Jawohl, das ist gut. Also das sind fast alle, haben schon mal Fronius-Wechselrichter eingesetzt. Und noch eine letzte Frage zum Handerheben. Hat jemand schon Gen24-Wechselrichter eingesetzt? Jawohl, da sind es natürlich noch deutlich weniger, aber wir haben Personen, die die schon eingesetzt haben. Danke vielmals für Mitmachen bei den Fragen. Das ist doch sehr gut. Ich sage noch ein paar Worte zum Solarmarkt. Wir sind der Führende. Ich glaube, wir schalten unsere Webcams um. Aus, haben wir gesagt. He? Nehmen wir die weg. Weil ihr solltet nicht ihr solltet euch auf unsere Präsentationen fokussieren. Wir sind der führende Händler für Photovoltaikprodukte in der Schweiz. Vor 30 Jahren hat der Solarmarkt angefangen. Wir haben in dieser Zeit viel Erfahrung können sammeln und sind ein zuverlässiger Partner für Installateure. Das erfahren wir auch durch eine Auszeichnung, die wir in den letzten Jahren regelmäßig bekommen haben. Wir sind Top-PV-Zulieferer, Großhandel, und das freut uns natürlich sehr. Und das ist eine Auszeichnung, die wir von den Installateuren bekommen. Und dafür möchten wir uns bedanken. Es ist wirklich ein Zeichen auch für uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir wissen, wir können uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Wir müssen weitermachen. Wir müssen fleissig sein und den Prozess weiter optimieren, damit wir die Zusammenarbeit eigentlich möglichst gut können machen. Wir gehören in den BayWa-Konzern. BayWa ist weltweit tätig, ist eine Firma, die aus dem Agrarsektor kommt. BayWa ist in der Schweiz nicht so bekannt. BayWa steht für Bayerische Waren AG. Und ich vergleiche es ein bisschen mit der Fenaco in der Schweiz, wo auch früher in der Ostschweiz eigentlich in jedem Dorf so eine Filiale hatte, wo man Getreide und Futtermittel hat können kaufen. Und daraus heraus eigentlich weitergewachsen ist, in den Energiebereich gegangen ist, also mit der Agrola-Tankstelle und heute auch erneuerbare Energien macht. Und so ist eigentlich BayWa aufgestellt, also sie kommen aus dem Agrarsektor, haben dann über Jahre mit Öl und Gas gehandelt und haben festgestellt, das macht keinen Sinn mehr und haben 2009 BayWa RE gegründet für Renewable Energies und
wo alle Firmen vereinigt sind, die der BayWa gehören, die sich mit Windenergie, Solarenergie, Bioenergie auseinandersetzen. Das sind die Firmen, die da unter dem Dach sind. Wir sind weltweit tätig, also es sind immer mehr Ländergesellschaften, die da dazukommen. Einerseits ein sehr grosses Projekt, das realisiert wird. Das sind Projektfirmen, die da sind. Und andererseits in der Distribution, also wie der Solarmarkt in der Schweiz, wo Installateure beliefern, um Solaranlagen, Dachanlagen realisieren. Da ist neu dazugekommen, eine Firma in Mexiko. Und so wächst BayWa eigentlich kontinuierlich. Das hilft dem Solarmarkt und das hilft Ihnen als Partner vom Solarmarkt, dass wir eigentlich stark können im März unterwegs sein. Uns wird geholfen, wir haben gute Einkaufskonditionen, die wir an Sie können weitergeben können und können eigentlich so die Kraft, die die BayWa hat, nutzen in der Schweiz für unsere Kunden. Wir wollen nicht nur ein Boxmover sein, das ist nicht unser Ziel. Also das heisst, Sie haben etwas gekauft bei uns, wir geben das weiter, sondern wir wollen ein Partner sein. Und eine Partnerschaft, die hat Höchst und Tiefs. Und wenn man in einem Tief ist, dann zählt die Partnerschaft. Dann ist eben die Frage, was ist eine Partnerschaft? Und dort wollen wir Sie unterstützen. Also wenn einmal etwas nicht klappt, nicht Fuß im Sack machen, melden Sie sich. Und wir wollen die Probleme lösen. Wir wollen möglichst schnell die Probleme lösen. Und da haben wir uns besser aufgestellt. Jetzt, wir haben neu eine Serviceabteilung. Also nebst dem Innendienst, wo Sie dann in Kontakt sind, wenn Bestellungen sind, haben wir neu eine Serviceabteilung, die sich wirklich um Problemfälle kümmert. Sie haben das im Fokus, das ist Ihr Tagwerk und die können dem vertieft nachgehen. Das ist nicht etwas, wo Sie ablenkt in Ihrem Alltag, sondern Sie können dem nachgehen und damit erhoffen wir uns, dass wir für Sie noch bessere Dienstleistungen können erbringen. Also kontaktieren Sie unseren Service, Sie finden unter Kontakt auf unserer Webseite auch die Servicenummern, da erreichen Sie direkt unseren Service, wenn einmal ein Problem sollte anstehen. Die helfen Ihnen gern weiter. Wir werden Sie auch unterstützen, also wir machen Schulungen wie die heute auch. Wir sind in der Industrie einer von der grössten Schulungsanbieter für Photovoltaik, machen das regelmäßig. Die Schulung heute auch hätte ja live vor Ort stattfinden, das hat leider nicht geklappt. Ist natürlich schade, wir hätten uns gefreut, wenn das funktioniert hätte. Jetzt müssen wir sie online durchführen. Aber ich denke, auch das ist ein gutes Format, das können wir gut so packen. Wir unterstützen bei der Erstmontage, das ist etwas, was wir machen können. Also wenn Sie keine Erfahrung haben mit einem System, mit einem Montagesystem, mit einem Produkt, das können wir vorbeikommen und Ihnen helfen auf dem Dach. Wir haben einen technischen Support, also wenn Sie Fragen haben, bevor Sie eine Anlage realisieren, unterstützen wir Sie da natürlich auch gern. Welches Produkt eignet sich am besten für meinen Kunden? Da sind wir gern bereit und helfen. Wir haben eine Planungssoftware, Solar Pro Tool. Das ist sehr ausgeklügelt unterzwischen. Sie können SIA-konform planen. Und die Anlage nachher direkt in den Webshop einspielen. Das heisst, Sie sind bei Ihrem Kunden gewesen, planen die Anlage und können das direkt offerieren, schraubengenau. Ja, Solar Pro Tool habe ich schon erwähnt, wollte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Wir haben ein breites Produktportfolio in den verschiedenen Kategorien. Unser Ziel ist es wirklich, ein Installateur, der Solaranlagen realisiert, vom Modul bis und mit Wechselrichter, alles, was benötigt wird und wo dazwischen muss angeschlossen werden, können zu liefern. Wir haben ein breites Portfolio, das ist das Ziel. Sie sollen sich als Installateur in unserem Portfolio können differenzieren, also das als Möglichkeit. Wenn Sie aber ein billiges Modul suchen, das bieten wir nicht an. Wir sind bestrebt, wirklich an dieser Qualität schaffen, also das heisst auch in unserem Portfolio, wenn wir eigentlich nur hochqualitative Produkte, wo wir einfach wissen, dass die Lebdauer von so einer Solaranlage können überstehen.
Schulungspartner, habe ich erwähnt, umfangreiche Schulungen, wollte ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Servicedienstleistungen, das ist auch etwas, was man neu anbietet. Nutzen Sie die Chance, sind kostenpflichtige Dienstleistungen, die man macht, wo man aber gern vorbeikommt, Probleme lösen. Also wir können Sie bei der Planung unterstützen. Wenn Sie grosse Planungen haben, können wir Ihnen da helfen. Wir können bei Erstinstallationen helfen, im Betrieb Namen machen. Also Sex and Gen 24, wo Sie sagen, ja, nein, ich komme nicht raus. Sex ein Speichersystem, ein neues, wo Sie das Gefühl haben, das ist kompliziert. So können Sie Zeit sparen, lernen durch uns, wie das funktioniert. Wir machen auch Elektroschemen für Leute, die nicht aus dem elektrischen Bereich kommen. Einfache Elektroschemen, die man für Sie können abwickeln können. So können Sie aufs Kerngeschäft fokussieren und wir können Sie da dabei unterstützen. Soweit von meiner Seite die Präsentation vom Solarmarkt. Ich würde dann das Wort gerne übergeben an Valerio Mele, der Ihnen Fronius vorstellt. Valerio, bist du soweit? Von meiner Seite auch allen ganz recht herzliches Willkommen, auch von Seite von der Fronius Schweiz. David, auch ein Dankeschön für die Einführung und auch für den interessanten Einblick in die Firma Solarmarkt. Ich starte gerade meinen Part von unserem Webinar. Ich werde die Firma Fronius kurz beschreiben, kurz zeigen, was wir können, was unsere Fähigkeiten sind. Und nachher im technischen Teil werde ich unserem Martin Gabler das Wort übergeben und den Controller auch, damit er nachher euch wirklich die Spezialitäten, die der Gen 24 an Bord hat, wirklich eingehend kann erklären. Wenn Fragen sind, könnt ihr in den Fragen stellen. Ich werde dann zusammen mit dem Martin versuchen, die Fragen so gut es geht zu beantworten. Wird es irgendetwas sehr Komplexes sein, werden wir uns vielleicht dann auch später nochmal melden. Aber wir werden versuchen, während dem Ablauf von dem Webinar euch können die Fragen gerade beantworten. Valerio, jetzt musst du die Präsentation noch kehren, damit wir die ganze Folie sehen. Perfekt. Wunderbar. Gut, also ich werde euch ganz kurz die Firma Fronius präsentieren. Und zwar, die Firma Fronius ist 1945 vom Günther Fronius gegründet wurde. 1945 war das Jahr, wo der Zweite Weltkrieg fertig war. Günther Fronius als rumänischer Flüchtling unterwegs nach Deutschland Halt gehabt in Österreich und am Schluss eigentlich dann auch dort hängen geblieben ist. Er hat die Möglichkeit gefunden, dass er dort können, sein Gewerbe starten, und zwar seinerzeit nach dem Zweiten Weltkrieg sind die ersten PWs wieder aus ihren Verstecken vorgenommen worden. Die wären ja sonst verstaatlicht worden in dieser Zeit während dem Zweiten Weltkrieg und die Fahrzeuge sind alle weitgehend Tiefen entladen gewesen. Entsprechend hat man da mit sehr grossem Aufwand die Fahrzeuge wieder müssen zum Leben erwecken und er hat gefunden, dass man das eigentlich anders kann lösen, indem dass man die Batterien laden. Hat seine Batterieladegeräte anfangen zu entwickeln, anfangen gerade zu testen und einzusetzen. Und das war eigentlich so der Start gewesen, um sein Imperium oder seine Firma zu gründen oder zu starten. Ganz alles hat eigentlich angefangen mit dem Batterieladegerät und wie man es hier auf der Folie sieht, Batterieladetechnik ist bei uns immer noch
eins von den drei Business Units, die wir führen. Mittlerweile tun wir nicht mehr einfache Batterieladegeräte herstellen, sondern wir haben die Weiterentwicklung bereits davon, wo wir Flurfördermittel, wo wir grosse Batterieparks oder Fahrzeugparks können laden. Wir haben Geräte dort dazu, damit man es auch sehr wirtschaftlich machen kann, damit die Langlebigkeit der Batterie gewährleistet ist. Und wir haben uns eigentlich in diesem Bereich spezialisiert. Der PV-Markt wird aber nach wie vor auch berücksichtigt und immer noch bedient. Wir haben Fahrzeughersteller, gerade aus dem Premium-Bereich, wo nicht nur die Ladung vornehmen tun, über unsere Ladegeräte, sondern gerade die ganzen Software-Updates über unsere Geräte draufgespielt werden auf die Fahrzeuge. Und das ist also nach wie vor das erste, das älteste und eigentlich auch das traditionellste. Der traditionellste Bereich von unseren drei Business Units. Dort daraus entstanden, vielleicht aus einem falschen Ladeversuch, hat es vielleicht einen Lichtbogen gegeben und man hat gemerkt, dass man mit dem Lichtbogen kann schweissen kann. Wir haben 1950 mit der Schweißtechnik angefangen. Wir produzieren auch hier Präzisionsschweißgeräte. Ich wage es zu behaupten, dass in Europa 99% der Autos, der Fahrzeuge mit Fronius-Schweißgerät geschweißt werden. Weltweit sind wir deutlich über 50% Marktanteil, gerade im Automatisationsschweißen. Wir bieten eigentlich Schweißanlagen an für die ganz normale Schlosserwerkstatt, also klein und handlich, wo man quasi unter den Arm nehmen kann, bis grosse Schweißparks und Schweißanlagen in der Industrie. 1992 haben wir dann Solarbranchen entdeckt. 1992 eigentlich eine Zeit, wo man noch Solarpionier hatte, wo man ein bunter Vogel war, wenn man sich mit Solar befasst hat, haben wir bereits schon pfannenfertige Wechselrichter hergestellt und angeboten für die Solarbranche. Fronius ist mittlerweile vom Familienunternehmen, vom kleinen Familienunternehmen gewachsen. Wir sind mittlerweile eine Stiftung. Die Stiftung hat etwas über 5.500 Mitarbeiter zusammengenommen auf der ganzen Welt. Und wir stecken sehr, sehr viel in Forschung und Entwicklung stecken. Wir stecken all die Feedbacks, die wir von den Installateuren bekommen, die wir von den Schweißern bekommen, die wir von den Solateuren bekommen oder die wir von der Automobilbranche bekommen, tun wir weitergeben, unsere Forschung und Entwicklung, damit unsere Produkte wirklich immer up-to-date sind und wirklich auch das erfüllen, was die Leute von unseren Geräten auch erwarten. Weil ich denke, von uns und von der Marke Fronius wird doch sehr eine hohe Qualität erwartet und ich bin überzeugt davon, dass wir sie auch bieten tun. Ich bin gerade so weit, nur einen Moment. Ich würde gerne meine Folie wechseln, aber irgendwie haben wir gerade einen Knopf, nur einen kleinen Augenblick. David, kannst du da intervenieren? Ich probiere schnell, ja. Durch schauen, was ich machen kann. Ich kann vielleicht schnell meinen Bildschirm, also weißt du, dass ich einmal den Bildschirm nochmal zurücknehme. Jetzt weiß ich nicht, was ich ja gesehen gerade aktuell. Schnell schauen, welchen Bildschirm ich übertrage. Jawohl.
und würde dir gerade wieder zurückgehen. Vielleicht hilft das. Jetzt glaube ich ja. Also, manchmal runterfahren Wunderbar. und wieder rauffahren. Ja, genau. Ausschalten, einschalten geht. Gut. Qualität tun wir und können wir auch erreichen, weil wir produzieren ausschließlich in Österreich. Alle unsere Produkte vom Batterieladegerät zum Solarwechselrichter werden in Österreich hergestellt. Wir haben rund um Wels mehrere Standorte, wo wir die verschiedenen Kompetenzen aufteilen. Wir sind seit 28 Jahren unterwegs mit Solarenergie. Ich denke, es gibt uns recht, dass wir früh genug eingestiegen sind. Wir haben sehr viel Energie reingesteckt, wir haben aber auch sehr viel Erfahrung dürfen sammeln, sodass wir eigentlich wissen, was wir machen. Unsere Produkte sind vielleicht nicht immer sofort auf dem Markt mit allen Gimmicks, wo man könnte haben oder wo wir bereits vielleicht als überholt dastehen. Wir sind aber der Meinung, dass aus der Erfahrung wissen wir, wenn wir etwas produzieren, wenn wir etwas auf den Markt bringen, dann muss es funktionieren und wir wollen, dass es funktioniert, bevor wir es rauslassen. Und das hat uns recht gegeben und der Erfolg ist doch da. Die Produkte haben ihre Qualität. Wir haben aber, und wir wissen das, jedes Produkt, das auch das qualitativ Beste, braucht vielleicht einen technischen Support, braucht vielleicht einmal einen Service. Und den bieten wir auch, den bieten wir aus der Schweiz. Der Martin Gabler ist sehr tief drinnen in dieser Materie. Er ist sehr nah bei den Installateuren. Die meisten, die mit Fronius zu tun haben und einmal einen Supportfall haben, sind Martin nicht vorbeigekommen. Und er hat auch alles im Überblick, was unser Lager, unser Austauschlager, wo wir hier in Rümlang lang haben. Wir tun Ersatzwechselrichter gerade aus Rümlang ausliefern. Das bedeutet, dass ihr innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit bei euren Kunden könnt auftauchende Probleme schnell lösen. Das Familienunternehmen, das habe ich vorher schon erwähnt. Und das Familienunternehmen hat eigentlich auch noch einen anderen Aspekt. Wir stehen mit unserem Namen da, die Firma Fronius. Fronius ist der Familienname vom Unternehmen, vom Gründer. Und wir stehen mit dem Namen da für unser Produkt. Und damit man auch wirklich dazu kann stehen, damit man die ganze Qualität Prüfungen kann machen, damit man das kann gewährleisten kann, gehen wir eigentlich über das Erwartete darüber hinaus. Wir tun unsere Geräte, wenn sie serienfertig sind oder serienreif, tun wir sie auch eingehend testen. Wir machen Rütteltests, das heisst, da werden verschiedene Vibrationen, da werden verschiedene Bewegungen simuliert und ausgeführt, damit man wirklich kann sicher sein, dass die Produkt der ganzen Sache standhalten. Wir machen Salzwassersprühtests, um zu wissen, wie es in Umgebungen, wo einen sehr hohen Salzgehalt haben, in der Luft, wo die Luftfeuchtigkeit sehr salzwasserlastig ist. In der Regel sind das auch Standorte, wo starke Infrarot-Einstrahlungen haben. Entsprechend setzen wir die Geräte über eine determinierte Zeit dieser Sache aus. Wir schicken sie quer durch die Welt, um zu schauen, wie gut kommen sie an. Zum anderen Ende der Welt sind und dort ist es kalt, wird es gerade noch vereisig getestet. Und schlussendlich, zum wirklich wissen, ist die Zuverlässigkeit da, kann man das unseren Kunden zumuten und können wir mehr einhalten als das, was wir versprechen. Und das ist eigentlich eines der grossen Ziele von Fronius. Auch hinsichtlich der finanziellen oder der firmeninterne Sicherheit sind wir getestet worden. Die Firma Dun & Bradstreet prüft nicht nur ein Unternehmen, wie es Fronius in Auftrag gegeben hat, sondern ganze Länder prüfen die Solvenz, prüfen die Standfestigkeit von Unternehmen und von Ländern. Und gerade damit man kann in der Automobilbranche etwas liefern,
muss man den Risikoindikator 1 haben. Das ist der niedrigste. Das heisst, wie steht finanziell gut da? Die Liegenschaften, die man drinnen arbeiten, gehören einem selber. Sie sind bezahlt. Wir haben die Mitarbeiter zu den richtigen Bedingungen angestellt in den entsprechenden Ländern. Das alles wird geprüft und am Schluss ergibt sich die Note. Und die Note ist wichtig, dass man auch wirklich Land könnt am Markt Bestand haben, dass man wirklich auch die Sicherheit im Installateur geben kann, dass wenn sie heute das Fronius-Produkt einsetzen, dass sie auch noch in manches Jahr auf unsere Firma zukommen und Lösungen finden können. Wir gehen aber auch ein bisschen weiter. Wir denken nicht nur, was ist Solar, sondern was kann man aus Solar nicht noch alles machen, was bringt die Zukunft noch alles mit. Als eine von der Zukunftsvisionen ist sicher auch die Umwandlung von erneuerbarer elektrischer Energie in Wasserstoff und die ganze Sache wieder retour, dass man sie wieder zurückverstromen kann oder aber auch nutzen, entweder für Fahrzeugtechnik, damit man kann PWs, aber auch Nutzfahrzeuge bewegen, aber auch natürlich zum Heizen und schlussendlich eben, wie schon erwähnt, elektrische Energie wieder draus zu machen. Ja, und in all diesen Jahren haben sich Gesichter oder die Erscheinungsbilder von unseren Wechselrichtern verändert. Wir haben uns auch weiterentwickelt. Wir haben die ganze Geschichte von den 90er Jahren bis zum heutigen Tag durchgespielt und der eine oder der andere in dem Webinar als Teilnehmer wird hier auf der Timeline irgendeinen Wechselrichter erkennen, den er schon mal installiert hat. Für uns noch eine gute Geschichte, wenn man schaut, auf 1995 ist der Fronius Sunrise auf den Markt gekommen und wir dürfen sagen, es gibt wirklich noch Wechselrichter, Sunrise-Wechselrichter, die am Netz sind und die noch funktionieren tun. Also das spricht auch für die Qualität von diesen Produkten. Das zieht sich weiter bis und mit im Jahr 2020, wo wir den Gen 24 endlich lancieren dürfen. Wir haben schon lange davon geredet, wir haben schon lange gesagt, dass wir mit dem kommen. Und jetzt sind wir da und ich denke, das ist jetzt der richtige Moment, um das Wort weiterzugeben, damit wir die technischen Details noch anschauen können, dass wir das Wort weitergeben an Martin. Ja, guten Tag auch von meiner Seite aus. Martin Gabler, mein Name, technischer Mitarbeiter bei der Fronius Schweiz AG, mittlerweile seit fast 5 Jahren aktiv. Und auch natürlich ein großes Dankeschön an meine 2 Vorredner. Danke David, danke Valerio. Euch fällt auf, ich werde jetzt auf Hochdeutsch weiter moderieren. Meine 2 Vorredner mussten, beziehungsweise sind eben Mundart, haben sie moderiert. Bei mir geht es jetzt Hochdeutsch weiter. Wir arbeiten noch dran. Vielleicht kann ich in 2, 3 Jahren dann auch in Mundart referieren. Genau, ich darf Ihnen heute gerne den Fronius Gen 24 Plus Wechselrichter präsentieren. Unser neues Produkt für die Sektorenkopplung, für die DC-seitige Einbindung der Batterie, sprich unser neuer Hybrid-Wechselrichter Gen 24 Plus. Jetzt ist es schon wieder leider mit der Steuerung, David. Jetzt komme ich leider nicht weiter. Gut, dann tue ich nochmal ja. Übernehmen. Wahrscheinlich nochmal das gleiche Vorhaben wie eben. Ja. Entschuldigung, liebe Teilnehmer, dafür. Das ist der Fluch der Technik. Jetzt kannst du wieder übernehmen. Ja, wunderbar. Okay, sehr klappt gut. Wieder. Danke dir, David. Eben, unser neuer Wechselrichter Fronius Symo. Symo steht für symmetrische Einspeisung, be-
bedeutet, dass dieser Wechselrichter für unseren Markt als dreiphasiger Wechselrichter kommt für die symmetrische Einspeisung, für die Dreiphasigkeit. Standardmäßig wird der Wechselrichter mit zwei MPP-Trackern kommen. Die zwei MPP-Tracker haben sozusagen einen Eingangsstrom beim ersten Tracker von 25 Ampere, bedeutet, dass ihr dort zwei Strings direkt anschließen könnt. Beim zweiten MPP-Tracker haben wir einen Eingangsstrom von 12,5 Ampere, bedeutet, dort könnt ihr einen String direkt anschließen. Der Anschluss ist diesmal umgesetzt worden mit sogenannten Vago-Federzuklemmen, die ihr sozusagen werkzeugfrei realisieren könnt. Das heißt, ihr müsst nicht ADN-Hülsen etc. verquetschen, sondern könnt direkt die Litze dort einführen zwischen 1,5 bis 10 Quadrat für die Strings DC-seitig dort zu vertraten. Das Produkt selber kommt in den Leistungsklassen zwischen 6, 8 und 10 kW auf den Markt. Das bedeutet, das ist die AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters. Überdimensionierung ist bei dem Produkt mit 150% angegeben. Würde bedeuten, wir könnten bis zu 15 kW Peak am Symo Gen 24 plus 10 anschließen. Wie gesagt, 150% Überdimensionierung. Klar, verarbeiten tut er maximal 10 kW, aber gerade hinsichtlich Ost-West-Ausrichtungen könnten wir das Produkt also 150% überdimensionieren. Standardmäßig haben wir einen Batterieeingang im Wechselrichter integriert. Das heißt, der wird nicht später dazu gekauft oder muss freigeschaltet werden. Der Batterieeingang ist ab Werk sozusagen integriert mit 22 Ampere. Standardmäßig ab Werk sind wir jetzt mit den neuen Batterien BYD Build Your Dreams mit den neuen Premium-Batterien HVS und HVM kompatibel. Zum Thema Batterien gehen wir gleich auch nochmal detailliert drauf ein. Der neue Wechselrichter für maximalen Eigenverbrauch, für diesen Eigenverbrauch natürlich zu steigern. Das Ganze erreichen wir, indem wir die Sektorenkopplung vornehmen. Sektorenkopplung bedeutet, Energie selbst verbrauchen, bevor sie letztendlich ins Netz eingespiesen wird. Eine effiziente Speicherlösung. Sehr effizient sind wir dadurch, dass wir eine DC-seitige Batterieeinbindung haben. Wir haben eine Wirkleistung von über 94% durch die DC-seitige Einbindung, da wir wirklich direkt vom Dach aus die Batterie über den Wechselrichter DC-seitig laden und entladen. Und erst dann wird in AC-Strom umgewandelt. Eben Effizienz ist bei dem Produkt ein ganz großes Wort. Und natürlich auch überschüssige Energie intelligent nutzen, zum Beispiel wie hier schematisch aufgezeigt, mit dem Fronius Ohm-Piloten. Auch dieser ist kompatibel mit dem Wechselrichter in Form von Modbus RTU, Modbus TCP oder auch WLAN-Einbindung. Können wir den Fronius Ohm-Piloten wie eine Batterie oder auch digitale Ausgänge bei dem Produkt programmieren, für die Energie, die wir produzieren auf dem Dach, intelligent zu nutzen. Für Systeme mit und ohne Batterie ist natürlich erwähnenswert, dass der Wechselrichter oder die Batterie nach der Installation jederzeit sozusagen hinzugefügt werden kann. Dass wenn der Kunde zum Beispiel sagt, wir möchten gerne die Batterie aus Kostengründen erst später realisieren oder der Kunde sagt, ich möchte vielleicht noch den Batteriemarkt abwarten, vielleicht kommt der Hersteller Fronius nächstes, übernächstes Jahr noch mit dem einen oder anderen Hersteller um die Ecke. Wie gesagt, die Nachrüstung ist jederzeit möglich. Deswegen empfiehlt es sich auf jeden Fall, den Kunden schon von Anfang an auf einen Batteriewechselrichter darauf vorzubereiten. Nicht, dass es später zu einer Nachrüstung oder Umrüstung kommt, wenn eventuell ein Symo-Wechselrichter installiert wäre. Wie angesprochen, standardmäßig sind wir mit den derzeitigen BYD-Batterien HVS und HVM kompatibel. Zu den zwei Produkten HVS und HVM verhält es sich so: Die HVS selber ist so eine Art Performance-Batterie. Wenn man sich dort ein Speicher-Rack genauer anschaut, haben wir in diesem Rack eine Systemspannung von rund 100 Volt DC. Das natürlich in Serie verschaltet, gibt uns die Ausgangsspannung der Batterie aus. Und es ist so, die HVS ist eher so die Performance-Batterie, dass wir dort kleine Kapazitäten haben. Die Kapazitäten sind zwischen 5,1 bis 11,6 Kilowattstunden. Das heißt, die HVS orientiert sich eher an kleinen PV-Anlagen, dass wir mit einer hohen Lade- und Entladeleistung schnellstmöglich die Batterie laden können. Die Lade- und Entladeleistung ist natürlich abhängig der Batteriegröße. Wir haben eine minimale Ladeleistung von 4,5 kW
bis einer maximalen Ladeleistung zu 9 kW. Aber eben abhängig ist dies natürlich der Batteriegröße. Und die HVM-Batterie ist eher so die Kapazitätsbatterie. Bedeutet, dort ist es so, größere PV-Anlage und über den kompletten Tagesverlauf die Batterie zu füllen. Die HVM-Variante wird es zwischen 13 Kilowatt bis 22 Kilowattstunden geben. Was BYD jetzt auch implementiert hat und auch bald freigeben wird, ist die Kaskadierung der Systeme. Das bedeutet, wir könnten bis zu 3 BYD-Batterien parallel schalten, für mit einem Wechselrichter zu integrieren, für dann eben mit einer HVM eine maximale Kapazität von 66 Kilowattstunden zu erreichen. Wie gesagt, noch ist es nicht freigegeben von BYD, aber die Kollegen von Build Your Dreams sind dran, dass es bald offiziell bestätigt wird, dass die Kaskadierung auch dann auch wirklich offeriert werden kann, sollte Interesse beim Kunden dafür bestehen. Wir haben ein effizientes Energiemanagement für unseren neuen Wechselrichter. Was dort neu hinzugekommen ist, ist der sogenannte Pilot. Der Pilot kann man auch so verstehen, das ist unser Data Manager 3.0. Der ein oder andere, der mit Fronius schon öfters in Kontakt war, kennt von den Symo-Geräten den Data Manager 2.0, wo wir verschiedene Schnittstellen haben auf dem Produkt selber. Und wie gesagt, die neue Schnittstelle im Gen 24 nennt sich Pilot. Was dort neu hinzugekommen ist, wir haben 2 TCP-Eingänge. Zum Beispiel kann man den ersten TCP-Eingang, also sprich Modbus TCP-Eingang, dafür zu benutzen, dass wir das Internet einbinden, sprich, dass wir den Wechselrichter mit dem Monitoring-System SolarWeb integrieren. Und die zweite LAN-Schnittstelle kann dazu genutzt werden, dass zum Beispiel ein Drittanbietersystem direkt mit dem Wechselrichter verbunden werden kann für Austausch der Daten über Modbus TCP, wo wir dann ein SunSpec-Protokoll oder Solar-API-Protokoll haben, für mit den Daten zu kommunizieren. Als Beispiel, wir hätten zum Beispiel ein Solar-Log, ein Loxo-Mini-Server oder ein SmartFox, ohne dass wir dann sozusagen mit Produkt Fronius und mit Produkt XY auf den Switch fahren, könnten wir also wirklich direkt mit den Drittanbietersystemen auf den Fronius-Wechselrichter fahren für die direkte Datenkommunikation der Drittanbietersysteme. Dann haben wir neu hinzugekommen 6 digitale Is. Das sind also 6 digitale Eingänge. Die werden in der Regel dazu benutzt, für den Rundsteuerempfänger vom EW physisch zu verbinden mit dem Wechselrichter, für als Beispiel eine dynamische Wirkleistungsreduzierung zu machen, wenn das EW euch die Auflage gibt, die Anlage muss aus der Ferne gedrosselt werden oder gar ausgeschaltet werden, könnten wir das mit unseren digitalen Eingängen realisieren. Dann haben wir zusätzlich 6 weitere I und Os, das sind Ein- und Ausgänge. Auch dort kann man natürlich den Rundsteuerempfänger vom EW anschließen, aber wir können halt auch die Ausgänge so nutzen, dass wir damit überschüssige Energie intelligent ansteuern, dass wir pro Ausgang eine Spannung rausbekommen von 12 Volt DC mit einer Schaltleistung von 6 Watt in Summe, für zum Beispiel die Wärmepumpe anzusteuern. Also wie gesagt, das Ganze 6-mal. Was dann auch noch neu hinzugekommen ist, die Modbus RTU-Schnittstelle ist im Wechselrichter standardmäßig 2-mal integriert. Das würde bedeuten, früher ist es so gewesen, beim Data Manager 2.0 solltet ihr damals ein Smart Meter eingebunden haben oder vielleicht auch eine Solar Battery, konntet ihr mit Drittanbietersystemen nur noch über TCP nach außen kommunizieren. Durch die zweite Schnittstelle Modbus RTU, die jetzt im Gen 24 drinnen ist, kann trotz Einbindung vom Smart Meter oder einer Batterie immer noch mit Drittanbietersystemen über RTU kommuniziert werden. Das heißt, ihr habt 2 vollwertige Modbus TCP-Schnittstellen und 2 vollwertige Modbus RTU-Schnittstellen mit an Bord. Lastenpriorisierung ist natürlich auch ein wichtiges Thema, sollte der Kunde mehrere Komponenten seitens Fronius eingesetzt haben. Das heißt, er hat eine Batterie eingesetzt, er hat einen Fronius Ohmpilot eingesetzt und auch eventuell sind digitale Ausgänge programmiert. Kann man natürlich diese Programmierung oder diese Priorisierung jederzeit anpassen. Als Beispiel sollte der Kunde vielleicht eher wasserlastig sein, dass der Ohmpilot am Morgen kommen soll. Kann man das natürlich jederzeit verändern, dass zuerst die überschüssige Energie in Fronius Ohmpiloten geht für die Warmwasseraufbereitung und danach erst die Batterie gefüllt wird oder der digitale Ausgang dazugeschaltet wird. Was auch noch neu hinzugekommen ist, ist der sogenannte Support-Zugang.
Wenn ihr die Inbetriebnahme macht, könntet ihr den Support-Zugang aktivieren. Das ist ein Schaltbefehl, den findet ihr auf dem Webinterface vom Wechselrichter, wenn ihr die Inbetriebnahme macht. Mit diesem Support-Zugang habt ihr ein Zeitfenster von 72 Stunden generiert. Das ermöglicht euch, in diesen 72 Stunden, respektive 3 Tage, aus der Ferne über unseren Fronius-Support auf die PV-Anlage zuzugreifen. Dass auch der Support zum Beispiel die Priorisierung ändern kann oder zum Beispiel die Einschaltschwelle oder Ausschaltschwelle der Wärmepumpe anpassen kann aus der Ferne. Wie gesagt, standardmäßig ist dieser Support-Zugang deaktiviert. Ihr müsst ihn bei der Erstinbetriebnahme aktivieren, damit ihr 3 Tage lang das Zeitfenster habt, über unseren Support sozusagen die Anlage noch von der Performance her zu verbessern. Genau. Und zu guter Letzt ist natürlich mit Einbindung von unserem Fronius Smart Meter, wo wir sagen, der ist essentiell für jede PV-Anlage, dass der Endkunde auch einen gewissen Nutzen von dem ganzen Monitoring-System hat, hat man natürlich dann später die Daten in unserem SolarWeb-Monitoring-System. Da noch ein kleiner Input. Ab nächster Woche wird es die neue SolarWeb-App geben, 3.0. Die wird ab Ende nächster Woche, KW44, kostenfrei in den iOS- und Android-Stores zur Verfügung stehen. Das heißt, die löst die jetzig bestehenden Apps sozusagen ab. Wie gesagt, ist rein für die Monitoring vom Gen 24 Wechselrichter und natürlich auch weitere bestehende PV-Anlagen. Genau. Wie angesprochen, offene Schnittstellen durch den Pilot, was wir integriert haben, ist es sehr einfach, Drittanbietersysteme zu integrieren. Wir können zum Beispiel Smart Home Systeme integrieren, sollte der Kunde mit KNX kommunizieren, das ganze Haus, können natürlich dort Wechselrichterdaten wie auch Smart Meter Daten oder Batteriedaten abgefragt werden. Wir können verschiedene Wallboxen integrieren, die dann zum Beispiel via TCP die Produktion auslesen, die Smart Meter Werte und können zum Beispiel so intelligent per Überschuss das Elektroauto laden. Ganz genau, wie gesagt, auch das ist natürlich mittels Pilot sehr schön integrierbar. Zu den Schnittstellen noch einmal aufgelistet, was wir serienmäßig mit an Bord haben. Da muss auch erwähnt werden, serienmäßig mit an Bord. Das bedeutet, der Gen 24 Plus kommt als vollwertige Version. Es wird es nicht so sein wie bei den Symo-Wechselrichtern, dass wir vollwertige Wechselrichter haben und Light-Wechselrichter, sondern jeder Gen 24 Wechselrichter wird diesen Pilot schon bereits integriert haben. Und mit dieser Integration habt ihr also serienmäßig die LAN-Schnittstelle zweimal mit an Bord. Ihr könnt das Produkt auch per WLAN integrieren. Ich selber komme aus der Praxis, sage ganz klar, wenn eine physische Verbindung nicht zu aufwendig ist, bitte immer eine physische Verbindung vorziehen. Mit WLAN kann man doch das ein oder andere Mal vor einem Problem anstehen. Modbus RTU und TCP eben über das sogenannte SunSpec-Protokoll, was mittlerweile ein Standardprotokoll ist bei uns in der PV-Branche. Wir haben die 6 digitalen Is und 6 digitale IOs, also in Summe 12 Stück, die wir nutzen können, für den Rundsteuerempfänger vom EW anzusteuern, respektive auch die Ansteuerung durch digitale Ausgänge von Wärmepumpe oder Drittanbietersystemen. Und über SolarAPI, JSON-Protokoll, können wir halt über TCP die Daten auch letztendlich abfragen in Form von Smart Home Systemen. Dann angesprochen bezüglich Batterielösung ist es derzeit so, dass wir kompatibel sind mit dem Gen 24 Plus Wechselrichter mit den BYD-Batterien, HVS und HVM. Die Batterien selber bestechen daraus, dass sie ein sehr sicheres Medium sind. Sie bestehen aus Lithium-Eisenphosphat, was sich, denke ich mal, jetzt derzeit auf dem Markt sehr etabliert hat durch verschiedene Sicherheitsstufen bezüglich Ausgasen, Überdruck oder auch Explosionsschutz. Also wie gesagt, Lithium-Eisenphosphat hat sich derzeit, denke ich mal, doch stark durchgesetzt. Das System selber ist modular erweiterbar bzw. aufbaubar. Das heißt, die Batterien kommen zwischen 2 und 8 Speichermodule daher in den Kapazitätsgrößen zwischen 5,1 bis 22,1 Kilowattstunden. Nachrüstbar ist das Ganze in 2,6 Kilowattstunden möglich und die Installation selber ist auch sehr einfach von der Hand zu machen. Sprich, wir haben dort eine Bodenmontage und es kann letztendlich von einem Installateur installiert werden. Ein einzelnes Rack wiegt ungefähr 34 bis 35 Kilogramm inklusive BCU, sprich oben das Battery Management System kann das
die Batterieanlage sowie natürlich auch der Fronius-Wechselrichter alleine von einer Person installiert werden. In Kombination mit den BYD-Batterien und unserem Batterieeingang von 22 Ampere erreichen wir eine Ladeleistung und Entladeleistung von bis zu 9 kW. Eben diese Lade- und Entladeleistung ist abhängig der Batteriegröße. Je größer die Batterie, sprich je mehr Speichermodule ich habe, umso höher wird meine Systemspannung. Multipliziert mit unseren 22 Ampere ist dadurch resultierend die Lade- und Entladeleistung. Wer möchte, kann später auch per E-Mail noch auf uns zukommen. Wir haben noch das ein oder andere Sheet per PDF, wo man zum Beispiel auch in der Matrix sieht, welche Batterie mit welchem Wechselrichter kompatibel ist und welche Lade- und Entladeleistung habe ich da kombiniert mit welchem Fronius Gen 24 Wechselrichter. Genau. Was auch noch zu erwähnen ist, der aktuelle Symo Hybrid Wechselrichter, der natürlich nach wie vor im Produktportfolio ist und auch im Produktportfolio bleiben wird, ist weiterhin kompatibel mit den bereits bestehenden BYD-Batterien, den HV-Boxen und ausschließlich mit der Premium HVM-Version. Mit der HVS-Version ist dieser nicht kompatibel, wie gesagt, nur mit der HVM-Version. Und zudem ist der Symo-Hybrid-Wechselrichter auch mit der LG-Batterie, mit der Reso 7 und 10H ist dieser Wechselrichter auch kompatibel. Was man dort noch wissen muss, man sieht unten in der Ecke von der LG-Batterie, ist die sogenannte Fronius-Checkbox. Das ist eine DC-seitige Absicherung für die Batterie, da die LG-Batterie eine maximale Systemspannung von 500 Volt vertragen kann, ist es so, dass es da eine DC-seitige Checkbox braucht, weil der Wechselrichter bis zu 1000 Volt Systemspannung rausgeben kann. Wie gerade auch angesprochen, sieht man einmal hier die Umschaltmatrix bezüglich welcher Wechselrichter ist mit welcher Batterie kompatibel. Also wie gesagt, das kann man später auch gerne per PDF nachreichen oder findet natürlich auch unter fronius.com in unserem Download-Bereich. Was auch mit im Wechselrichter integriert ist, ist unsere sogenannte Multi-Flow-Technologie. Die Multi-Flow-Technologie, muss man so verstehen, ist eine bidirektionale AC-Brücke, die Energieflüsse aus dem AC-Netz mit aufnehmen kann, für DC-seitig die Batterie zu laden. Wir sehen einmal hier an dem Schema unseren PV-Generator, sehen unten die Batterie eingebunden, rechts die Verbraucher vom Haushalt und oben das Windrad. Das Ganze ist so zu verstehen, dass der Fronius Smart Meter, der im besten Fall im sogenannten Netzeinspeisepunkt installiert wird, den AC-Überschuss erkennt, der von einem zweiten AC-Erzeuger produziert wird. Das kann natürlich ein Fronius-Wechselrichter sein, das kann wie dort symbolisch dargestellt sein, ein Windrad sein oder auch eine bereits bestehende PV-Anlage mit Fremdwechselrichtern. Dieser Smart Meter erkennt, dass wir noch zu viel AC-Energie im Netz vorhanden haben, gibt diesen Befehl an den Gen 24 weiter und sagt ihm als Beispiel, wir haben noch 3 oder 4 kW zu viel im Netz vorhanden, bitte nimm doch noch die Energie mit auf, für die Batterie zu laden. Also haben wir sozusagen durch diese Multi-Flow-Technologie eine DC-Einbindung, wie aber auch eine AC-Einbindung. Wie gesagt, standardmäßig ist das bei dem Wechselrichter schon integriert. Es muss später bei der Inbetriebnahme lediglich unter AC-Erzeuger erlauben, aktiviert werden und dort wird dann die Zielgröße des Generators zum Beispiel eingegeben. Wenn wir zum Beispiel einen Symo 10er hätten, würden wir 10.000 Watt eingeben, damit der Wechselrichter weiß, welche Leistung maximal zur Verfügung stehen könnte. Jetzt ist es leider wieder so, David, dass die Steuerung weg ist. Ich glaube, sobald jemand den PC berührt, ist es schon wieder weg. Ganz komisch. Jetzt ist es wieder weitergegangen. Ich glaube, wir müssen das mit der Frage beantworten lassen bis zum Schluss, weil sobald der Valerio den PC berührt, ist es dann auch schon wieder weg. Ich glaube, das lassen wir bis zum Schluss dann mit den Fragen. Also, machen wir so, okay. Wir sammeln Fragen und beantworten zum Schluss. Genau, aber richtig. Gern Fragen ein, das ist immer gut. Okay, super. Okay, geht weiter. Eben, wie angesprochen, die DC-seitige, jetzt ist die Steuerung leider schon wieder weg. Jetzt und ich sehe den Bildschirm nicht. Warte schnell, jetzt nochmal. Ja. Kannst du übernehmen?
Ja, jetzt ist gut. Ich kann noch nicht weiterklicken. Speziell. Sonst probiere ich zu übernehmen. Und vielleicht nochmal zurückgeben. Jawohl, ich kann nochmal. Hey. Und jetzt gebe ich dir wieder. Das sieht gut aus. Okay, nochmal Entschuldigung für die kleine technische Störung. Wie gesagt, DC-Kopplung ist natürlich der Standard. Wir sehen hier einmal das Standardschema auf Eigenverbrauch optimiert. Wir haben links unseren PV-Generator verbunden, DC-seitig mit dem Wechselrichter. Dieser ist wiederum DC eingebunden mit unserer Batterie. Wir sehen unten im Kreis die Haushaltsverbraucher und rechts im Netzeinspeisepunkt unser Fronius Smart Meter. Die höchste Priorität natürlich in diesem Schema ist der Verbrauch im Haushalt. Erst wenn unser kompletter Verbrauch im Haushalt gedeckt ist, erst dann haben wir überschüssige Energie und die wird zwischengelagert in der Batterie. Ist die Batterie dann irgendwann mal auf 100% geladen und wir haben natürlich dann die Verbraucher nach wie vor gedeckt, erst dann wird die Energie ins Netz eingespiesen, also sprich die ganz normale DC-Einbindung. Jetzt nochmal, was wir eben angesprochen hatten mit der Multiflow-Technologie, verhält sich das halt so. Wir haben hier einmal schematisch dargestellt, DC-seitig eingebunden, oben eine bereits bestehende PV-Anlage mit einem Symo-Wechselrichter. Wir sehen unten drunter unseren Gen24-Wechselrichter. Dort müssen wir auch nicht zwingend den PV-Generator integrieren, sondern der könnte auch rein AC eingebunden sein, ohne einen String vom Dach anzuklemmen, für die Batterie zu laden. Und wir sehen wiederum im Netzeinspeisepunkt unser Fronius Smart Meter. Dieser ist eben ausschlaggebend für den Überschuss des zweiten Wechselrichters zu erfassen. Er sagt dann wiederum, okay, ich merke, dort sind noch 2.000, 3.000 Watt zu viel aus einem bereits bestehenden Wechselrichter, für dass der Wechselrichter Gen24 diese Energie mit aufnehmen kann, für dass wir auch dort AC gekoppelt sind. Natürlich bezüglich Wirkleistung macht das immer Sinn, dass wir ein bis zwei Strings vom PV-Generator abklemmen und dann auf den Gen24-Wechselrichter anschließen bezüglich Wirkleistung, weil nur mit der DC-Einbindung, sprich durch die DC-Einbindung der Batterie, haben wir halt letztendlich die hohe Wirkleistung von dem System von über 94%. Wenn wir den Wechselrichter mit Batterie nur rein AC einbinden, kommen wir meist nicht über 80% Wirkleistung, weil halt einmal mehr umgewandelt wird von der DC-Energie. Aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht also auch hier, bereits bestehende PV-Systeme zu integrieren, auch mit Fremdwechselrichtern für das Ganze mit dem Gen24 zu integrieren und auch später zum Beispiel die Fremdwechselrichteranlage im SolarWeb zu integrieren oder auch zu publizieren. Wie das später vonstatten geht, zeige ich später noch in der Präsentation. Was natürlich auch immer heutzutage Kundenanfragen sind, ist das Notstrom-Szenario. Dort stehen wir natürlich immer vor sogenannten Herausforderungen, sollte es zum Thema kommen, Netzausfall. Dort ist neu hinzugekommen beim Gen24-Wechselrichter ein preiswerter Notstrom. Preiswert für unsere Energieunabhängigkeit, für mit und ohne Batterie das Ganze umzusetzen, unsere sogenannte Basis-Notstromversorgung. Es nennt sich bei uns der sogenannte PV-Point. PV-Point, wir stellen uns eine Steckdose vor, wie hier bildlich dargestellt, eine Notstromsteckdose. Die Notstromsteckdose PV-Point, die wir einmal hier in der Folie sehen, muss man wissen, der Stromanschluss bzw. Notstromanschluss nur bei Netzausfall versorgt. Das heißt, die Steckdose an sich ist im ganz normalen Netzeinspeisebetrieb, ist die Steckdose spannungsfrei. Sollte das Netz ausfallen, geht die Umschaltung beim PV-Point vollautomatisch, Größenordnung 90 Sekunden, dass dieser Kunde dann zum Beispiel mit dieser Steckdose 230 Volt hat, 3 kW AC-Ausgangsleistung für halt seine Verbraucher einphasig zu verbrauchen. Wie angesprochen, die Umschaltung, die ist vollautomatisch, alle elektrischen Verbraucher bis 3 kW einphasig. Das ist nominale Leistung. Wir könnten maximale Leistung sogar mit 4,1 kW angeben.
Die steht allerdings für 5 Sekunden zur Verfügung. Sollte es zum Beispiel ein Verbraucher sein mit einem sehr hohen Anlaufstrom, gerade Wasserkocher oder Kaffeemaschine würden uns 5 Sekunden lang 4,1 kW zur Verfügung stehen. Einfache Installation, keine Zusatzinstallation notwendig. Das heißt, es wird nicht ins Tableau eingegriffen. Lediglich unterhalb des Wechselrichters wird aus einer PG-Verschraubung ein dreipoliges Kabel gezogen. Wir installieren dann eine Steckdose, einen FI-Schutzschalter Typ A 30 mA. Bedeutet, wir können also auch die Sidus-Steckdose verwenden für die Integration des PV-Points zu generieren. Schematisch einmal hier dargestellt. Wir sehen hier, das öffentliche Netz fällt weg und wir können dann, sobald das öffentliche Netz weggefallen ist, Größenordnung 90 Sekunden ist die Umschaltzeit, über den PV-Generator am Tage sozusagen den PV-Point versorgen. Also wie gesagt, dieses Szenario funktioniert auch ohne Batterie. Wir könnten aber auch überschüssige Energie, sollte eine Batterie vorhanden sein, zwischenlagern, für die Batterie nachzuladen. Und wir können natürlich auch wiederum in der Nacht oder sollte nicht genug Energie vom Dach kommen, aus der Batterie entnehmen, für die 230 Volt 3 kW nominal parat zu stellen. Wie gesagt, PV-Point als sichere Übertragung oder sichere Gewährleistung für diese Basis-Notstrom-Variante ohne Eingriff ins Tableau. Genau. Sollte der Kunde sagen, okay, die einphasige Variante hört sich nett an, er braucht aber definitiv die Full-Backup-Lösung, können wir ihm natürlich auch darstellen, das ist kein Problem. Der ein oder andere kennt das vielleicht schon vom Hybrid-Wechselrichter. Das wird umgesetzt mit der sogenannten Envitec-Umschaltbox, wo 2 Netztrenner drinnen sind, die das öffentliche Netz gegen Wiederrückkehr sichern. Wie gesagt, Full-Backup können wir natürlich auch, dass ein- bis dreiphasige Verbraucher sozusagen versorgt werden. Wir hatten schon das ein oder andere Mal das Szenario, dass der Kunde sagt, er braucht zwingend dreiphasigen Notstrom, weil er zum Beispiel eine Tauchpumpe im Keller hat und wenn diese über 12 Stunden nicht läuft, dann würde ihm der Keller vorlaufen. Also wie gesagt, es gibt definitiv Szenarien, wo auch ein Full-Backup, sprich dreiphasiger Notstrom, Sinn macht. Dieser dreiphasige Notstrom für im besten Fall das komplette Haus zu versorgen, sprich den kompletten Haushalt. Wichtig ist allerdings dort die symmetrische Aufteilung der Haushaltslasten. Wir haben eine Phasenschieflast von dem Wechselrichter von 3,68 kW. Bedeutet, wir müssen natürlich die Haushaltslasten im besten Fall symmetrisch aufteilen. Auch dort ist ein Eingriff im Tableau nötig. Maximale Versorgung, automatische Umschaltung. Die Umschaltung ist auch hier wieder Größenordnung 90 Sekunden. Wichtig zu wissen, eben es ist keine USV-Anlage, sprich dem Kunden wirklich sagen, es ist nicht unterbrechungsfrei. Also sprich, er hat eine Unterbrechung von 90 Sekunden, bis er wirklich wieder das Licht im Haus hat. Wir können also mit dieser Full-Backup-Lösung ein- wie auch dreiphasige Verbraucher sozusagen unterstützen. Und auch maximale Energienutzung. Das bedeutet gleichzeitiges Versorgen von Laden und Entladen. Also wir können simultanes Laden mit der Einwendung von der Batterie umsetzen. Also auch dort können wir überschüssige Energie wieder in der Batterie zwischenlagern. Szenario wie eben mit dem PV-Point, nur jetzt als Full-Backup-Lösung. Hier fällt wiederum das öffentliche Netz weg. Dann haben wir hier einmal in rot dargestellt die Umschaltbox der Firma Envitec, die unten einmal schematisch dargestellt ist. Wie gesagt, die misst über 60 Sekunden, ist auch wirklich das öffentliche Netz weg. Und nach 60 Sekunden gibt sie einen Steuerbefehl an den Fronius-Wechselrichter. Der gibt wiederum ein Steuersignal 12 Volt raus, dass diese 2 Netztrenner in dieser Box anziehen. Und damit ist das öffentliche Netz gegen Wiederrückkehr gesichert, dass dann der Wechselrichter in Kombination mit der Batterie in den sozusagen in den Notstrombetrieb gehen kann. Hier bitte wichtig zu wissen, zwingend erforderlich ist die Einbindung der Batterie bei der Full-Backup-Lösung. Ohne Batterie geht Full-Backup nicht. Beim PV-Point geht es mit und auch ohne Batterie. Und auch hier können wir natürlich wieder überschüssige Energie in der Batterie zwischenlagern oder in der Nacht auch die Energie aus der Batterie entnehmen. Man kann auch zum Beispiel einen sogenannten Notstrom-SOC generieren auf dem Webinterface des Wechselrichters. Das würde bedeuten, ihr könntet eine Notstromreserve dem Kunden zwischenspeichern,
dass ihr sagt, die Batterie soll doch bitte in der Nacht maximal auf 20% entladen werden. Das zum Beispiel sollte es zum Notstromszenario nachts kommen, dass der Kunde auch noch einen Nutzen davon hat. Das ist natürlich möglich mit dieser Full-Backup-Lösung. Wie gesagt, umzusetzen mit der sogenannten Envitec-Umschaltbox. Die ist auf jeden Fall auch bei unserem Partner Solarmarkt, ist die zu erwerben. Da kann man auch gerne sonst später auch nochmal den David mit ins Boot holen. Aber wie gesagt, ist umzusetzen mit einer Umschaltbox. PV-Point, wie gesagt, reicht euch eine Sidus-Steckdose aus. Beim Wechsel oder beziehungsweise bei der Wechselrichterplanung kommen wir euch auch mehr entgegen, was ihr zum einen seht, dass ihr das Produkt mit bereits drei Standardmodulen, drei ganz normalen klassischen Modulen bereits ans Laufen bekommt. Das erreichen wir dadurch, dass das Produkt mittlerweile mit einem MPP-Spannungsbereich von um 80 Volt anfängt zu tracken. Also wir sehen 80 Volt MPP-Spannungsbereich, da sind wir wirklich sehr tief runtergekommen, dass der Wechselrichter schon dort anfängt zu arbeiten. Also wir können noch früher am Morgen und noch länger am Abend letztendlich mit dem Wechselrichter produzieren, was euch natürlich auch bei der Anlagenplanung in Verwendung mit zwei MPP-Trackern plus Batterieeingang und der Überdimensionierung mehr Planungsflexibilität ermöglicht. Genau. Sollte es wie bei vielen Dächern natürlich zu einer Verschattung kommen oder einer Teilverschattung, haben wir auch dort eine Antwort bereits im Wechselrichter integriert. Wir haben einen sogenannten Dynamic Peak Manager. Dieser Dynamic Peak Manager ist standardmäßig im Wechselrichter integriert und auch aktiviert. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein Verschattungsalgorithmus. Dieser fährt alle 10 Minuten die Kennlinie vom PV-Generator dynamisch ab und kann bei einer erkannten Verschattung das Spannungsfenster bzw. das Strom- und Spannungsfenster dynamisch anpassen, dass trotz Verschattung mehr aus dem PV-Generator entnommen wird, dass nicht dieses klassische Flaschenhals-Szenario entsteht, ja, dass sozusagen dieser Dynamic Peak Manager diesen ganzen Strang optimiert. Nicht wie das ein bekannter Mitbewerber macht, der es auf Modulebene macht. Hier muss man wissen, hier funktioniert das bei uns komplett auf Strangebene, dieser Dynamic Peak Manager. Das heißt, geringere Verluste trotz Verschattung. Er findet halt nicht nur den LMPP, sprich den lokalen Arbeitspunkt, sondern dieser Dynamic Peak Manager findet den GMPP, den globalen Arbeitspunkt, durch dieses adaptive Abtasten alle 10 Minuten und eben er untersucht die komplette Kennlinie für diesen GMPP zu finden. Wir sehen hier auf dieser Folie unten links ein klassisches Verschattungsszenario. Dort haben wir zwischen 8:45 bis 10 Uhr am Morgen eine Verschattung. Ein klassischer MPP-Tracker fängt bei dieser Verschattung an, hört auf zu tracken und bleibt unten im unteren Bereich bis 10 Uhr im LMPP hängen, sprich im lokalen Arbeitspunkt und fängt erst wieder an, bei voller Einstrahlung den optimalen Arbeitspunkt zu finden. Beim Dynamic Peak Manager ist das anders. Dieser eben durch dieses adaptive Herabfahren oder Abtasten dieser Kennlinie findet er halt nicht nur den LMPP, sondern den GMPP für bis zu 7% mehr Ertrag aus der Anlage rauszuholen. Wir reden dort generell von dynamischen Verschattungen. Dynamische Verschattungen, die entstehen generell morgens oder abends durch einen Kamin oder durch eine Dachgaube. Und da reden wir zum Beispiel Größenordnung zwischen 3, 4, 5, 6 Module, die pro String verschattet sind. Wichtig natürlich, sollte man auf diesen Dynamic Peak Manager setzen, für diese Verschattung zu optimieren, sollte man natürlich wissen, dass die Systemspannung, sprich die MPP-Spannung, möglichst hoch gewählt werden soll. Wie ich gerade angesprochen hatte, das Produkt fängt schon bereits ab 80 Volt MPP-Bereich an zu tracken. Eben sollten wir drei Module haben und alle drei Module sind natürlich dann verschattet, dann wird es auch schwierig für unseren Dynamic Peak Manager. Bedeutet, je höher die Systemspannung, umso besser funktioniert letztendlich dieses Verschattungstool für diesen Algorithmus. Solltet ihr aber trotzdem auf Modul Optimizer nicht verzichten wollen, ist auch kein Problem. Solltet ihr Talgo-Systeme einsetzen oder auch zum Beispiel Solar Edge-Systeme für Fremdwechselrichter, das funktioniert.
Allerdings muss man wissen, so ein Dynamic Peak Manager muss dann deaktiviert werden, weil ansonsten hättet ihr zwei Optimizer in einem System und das würde sich untereinander ausspielen. Also ihr könnt nach wie vor Modul Optimizer einsetzen, aber bitte dann unseren Dynamic Peak Manager deaktivieren. Dieser Peak Manager ist auch standardmäßig in einem Symo-Wechselrichter wie im Symo-Hybrid-Wechselrichter integriert wie auch aktiviert. Wichtig zu wissen. Dann kann man auch auf jeden Fall erwähnen, dass Fronius ein bekennender Verfechter von aktiven Kühlsystemen ist. Wir haben in den Symo-Geräten zwischen 1 bis 2 leistungsgeregelte Ventilatoren und auch im Gen 24 setzen wir wieder voll auf dieses aktive Kühlsystem. Das hat verschiedene Vorteile. Wir können dadurch eine gewisse Langlebigkeit vom Produkt garantieren, da es gar nicht zu Hotspots auf Platinen kommt, dass wir sozusagen die Platine schon bevor diese heiß läuft, bevor die Bauteile auf den Platinen heiß laufen können, schon durch die zirkulierende Luft sozusagen eliminiert werden. Dadurch kann man natürlich auch eine gewisse Langlebigkeit vom Wechselrichter garantieren. Wir haben durch aktive Kühlung ein späteres Leistungsderating. Das heißt, das Produkt kann länger im oberen Arbeitspunkt arbeiten, für mehr Ertrag zu erwirtschaften. Bedeutet, wir könnten bis zu 70 Grad Innentemperatur vom Gerät mit 100% AC-Ausgangsleistung arbeiten. Erst ab 70 Grad Innentemperatur würde unser Leistungsderating beginnen, dass der Wechselrichter bis zu 25% die Leistung reduziert. Zum Schutze der Elektronik sollte die Temperatur weiterhin steigen, wird ab einer Temperatur von 80 Grad im Gerät abgeschaltet werden und bei Wiederabkühlung kommt das Produkt wieder zurück ans Netz. Dadurch können wir also mehr Ertrag letztendlich erwirtschaften und die Anlage schneller amortisieren. Zudem kommt noch, dass die Produkte mit aktiven Kühlsystemen komplett wartungsfrei sind. Bedeutet, ist dieses Produkt einmal erst installiert, müsst ihr nicht 1 bis 2 Mal auf die Anlage im Jahr fahren, für Kühlrippen zu putzen, wie es zum Beispiel bei Mitbewerbern der Fall ist, die passive Kühlsysteme haben. Das entfällt bei uns komplett, da wir ein aktives Kühlsystem ist sozusagen selbstreinigend. Bezüglich Geräuschemission, falls der ein oder andere mal das Bedenken hatte, dass der Symo vielleicht an dem Platz zu laut sein kann. Ein Symo-Wechselrichter, der kann eine Geräuschemission bis zu 68 dB oder Schallemission von 68 dB erzeugen. Bei dem neuen Wechselrichter Gen 24 Plus ist es so, wir erreichen hier maximale dB-Werte von 45 Dezibel. Also das ist wirklich ein Wert, der ist arg flüsterleise. Das bedeutet, so ein Wechselrichter könnte ich auch ohne Probleme, im Treppenhaus installieren, ohne dass es störend wird. Natürlich gehört so ein Produkt im besten Fall immer in einen Technikraum, aber wir sehen wirklich anhand von 45 dB sind wir wirklich sehr leise runtergekommen, was die Schallemission angeht. Zu der Installation selber, was weiterhin geblieben ist, wir haben nach wie vor unser sogenanntes Snap-in-System. Wir haben nach wie vor die Grundplatte, die wird mittels Schrauben an der Wand fixiert. Was aber dort auffällt, wir haben da bei der Grundplatte keine direkte DC- und AC-Vertratung, sondern rein die Montageplatte, Grundplatte, wo dann später das Produkt oben in die Halteösen eingehangen wird und mit den zwei unteren Ösen letztendlich fixiert wird, eingesnappt wird, also nach wie vor dieses Snap-in-Konzept. Dann ist neu hinzugekommen unser Datcom-Bereich. Das kennt man vielleicht vom Symo-Wechselrichter, dieser dunkelgraue Deckel. Ist auch hier, ist jetzt ein schwarzer Deckel beim Gen 24. Was dort neu hinzugekommen ist, dass wir dort 180 Grad Schnellverschlussschrauben haben. Bedeutet für euch, liebe Installateure, ihr könnt das Produkt also noch schneller installieren durch halbe Drehung auf, halbe Drehung zu, ist also das Produkt noch schneller zu installieren, respektive zu öffnen. Und wie angesprochen, haben wir im Wechselrichter sozusagen die Vago-Federzuklemmen. Das haben wir für die DC-Seite Plus, für die DC-Seite Minus, für den AC-Anschluss, wie auch für den PV-Point, die Notstromsteckdose, haben wir Vago-Federzuklemmen, wo ihr letztendlich werkzeugfrei installieren könnt, mit einem Kabelquerschnitt von 1,5 bis 10 Quadrat. Und was auch sehr gut gelöst worden ist von den Kollegen aus Österreich, diese Vago-Federzuklemmen verfügen über Aussparungen, zum einen für die periodische Messung,
sollten Kontrolleure kommen, periodische Messung machen wollen, kann man das direkt an diesen Vago-Federzugklemmen machen. Und was auch neu hinzugekommen ist, diese Vago-Federzugklemmen können halt einmal für die Installation, aber auch später für die Deinstallation entnommen werden. Auch, dass es zum Beispiel später, dass das Produkt vom PV-Generator schutzisoliert ist. Nicht, dass ihr sozusagen später wieder MC4-Stecker oder MC4-Buchsen unterhalb des Wechselrichters anbringen müsst. Das entfällt auch bei diesem Wechselrichter, also eben da auch bei dieser Deinstallation vom Wechselrichter später der PV-Generator komplett schutzisoliert ist durch die Vago-Federzugklemmen. Die lassen sich also als ganzes Bauteil aus dem Wechselrichtergehäuse entnehmen, damit der PV-Generator weiterhin schutzisoliert ist. Als nächstes zeige ich euch einmal kurz das Beispielvideo, wie das Ganze vonstatten geht. Ich bin jetzt gerade mal eine Minute leise. Ich hoffe, das Video wird gut übertragen. Genau, was wir jetzt einmal gesehen haben, eben die Installation des Gen24-Wechselrichters. Man hat wirklich gesehen, die Kollegen von Österreich haben das Produkt wirklich durchdacht, haben die einfache Installation von einem Fronius Symo Snap-Inverter nochmal verbessert zum Gen24-Wechselrichter. Also das Ganze geht wirklich nochmal einfacher von der Hand. Ist das Produkt dann einmal installiert, soll es dann später natürlich auch noch in Betrieb genommen werden. Die Inbetriebnahme funktioniert mittels App respektive PC. Wir haben ja gesehen beim Produkt selber, wir haben am Wechselrichter kein Display mehr. Das bedeutet, bei der ersten Betriebnahme haben wir vorne zentral beim Wechselrichter einen Sensor. Dort werden wir den Finger auflegen. Das werde ich gleich auch noch im Beispielvideo zeigen. Und dort wird dann ein sogenannter Access Point, also ein Hotspot vom Wechselrichter aktiv sein, damit wir uns kabellos via App oder PC oder Tablet verbinden können. Wir sehen gleich einmal die Inbetriebnahme via App. Diese neue App ist aktuell im App Store zur Verfügung gestellt. Das ist die Solar Start, beziehungsweise, Entschuldigung, es nennt sich Solar.Start im iOS und Android Store. Diese App ist rein für die Inbetriebnahme. Es ist nicht die App für später die Visualisierung, sondern rein eine Inbetriebnahme-App für Gen24-Wechselrichter, aber natürlich könnt ihr auch damit ältere Wechselrichter wie Symo, Eco oder auch IG Plus Wechselrichter, sofern ein Data Manager 2.0 verbaut ist, damit in Betrieb nehmen. Und eben mit dieser kabellosen App könnt ihr dann später auf dem Webinterface die ganzen Integrationen machen, ihr könnt eine PV-Anlage errichten und später das Ganze mit dem SolarWeb zusammenfügen. Das heißt, wir haben dort drei einfache Schritte benutzerfreundlich aufgebaut. Wir haben auch mittels WPS-Funktion die Funktion für die automatische WLAN-Verbindung des Routers mit dem Kunden und eben das ermöglicht uns die neue Gen24 Plus Inbetriebnahme. Das Ganze zeige ich jetzt auch einmal im Beispielvideo. Ich bin nochmal für eine Minute kurz leise.
Also hier haben wir gesehen, die Inbetriebnahme geht wirklich sehr schön, sehr einfach von der Hand in Form von Nattel. Wie gesagt, die App solar.start ist rein für die Inbetriebnahme. Solltet ihr es gewöhnt sein, das Ganze mit dem PC zu machen, über den Access Point, auch das ist natürlich gar kein Problem. Das könnt ihr nach wie vor über die gleiche IP-Adresse machen. Auch das Passwort, die 1 bis 8, ist es gleich geblieben. Also wenn man es mit dem PC macht, ändert sich nicht viel für einen. Ansonsten empfehle ich auf jeden Fall die App, die sehr benutzerfreundlich aufgebaut ist. Und wie gesagt, rein Monitoring-System. Diese App, das SolarWeb 3.0, ist ab nächster Woche im iOS und Android Store kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ist die Anlage dann installiert, in Betrieb genommen, haben wir später natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit unserem Monitoring-System im SolarWeb visuell darzustellen. Zum einen für euch, liebe Installateure, zum anderen auch natürlich für den Endkunden. Wir haben die Möglichkeit im SolarWeb benutzerfreundliche Visualisierung, damit wir unsere Energieflüsse intelligent dargestellt bekommen. Wir haben die Möglichkeit, Soll-Ist-Vergleich auch mit Sensordaten dargestellt bekommen. Sollte der Kunde zum Beispiel mal eine Sensorbox installiert haben möchten, ist das kein Problem. Mittels Einstrahlungssensor, Windgeschwindigkeit oder auch Temperatursensor können viele Daten im SolarWeb gesammelt werden, archiviert werden und auch dann, wie gesagt, publiziert werden. Wir haben einfache Verbrauchsanalyse-Tool, dass wir wirklich sehen, die Energieflüsse, wo sie hingehen, wo sie zwischengespeichert werden und wo sie gerade natürlich auch gebraucht werden. Wir haben automatische Benachrichtigungen in Form von, dass es SolarWeb E-Mails generieren kann oder natürlich auch direkt auf dem Benutzerkonto Fehler anzeigen kann für euch oder auch für Endkunden. Das kann man natürlich auch genauso gut teilweise ausblenden. Vielleicht macht das manchmal auch für Endkunden Sinn, gewisse Fehler auszublenden, aber das liegt natürlich immer in der Verantwortung des Installateurs. Klar, Installateure sollten natürlich alle Fehlermeldungen publiziert bekommen. Wie gesagt, das ist jederzeit möglich, das umzustellen. Wichtig ist natürlich auch eine Einbindung von dem Wechselrichter mit dem SolarWeb, weil wir können dann mit dem Produkt Updates fahren. Das ist wichtig, der Wechselrichter benötigt Updates. Man muss das so sehen, ein Wechselrichter heutzutage ist auch ein Mini-PC und auch der kann natürlich mal einen Software-Bug haben und heutzutage können wirklich 80% aller Fehler, die auf einem Wechselrichter mal anliegen, mit einem Software-Update behoben werden, weil der Wechselrichter macht dann auch aus der Ferne einen Neustart. Deswegen bitte immer um Integration des Wechselrichters im SolarWeb für auch aus der Ferne per Tastenmausklick das Update zu fahren, ohne auf die Anlage zu fahren. Das ist quasi schon mal der erste Schritt, bevor man überhaupt beim Support sich meldet. Und essentiell, schon angesprochen, ist unser Zähler der Fronius Smart Meter. Der Fronius Smart Meter hat verschiedene Aufgaben. Er ist eben ein bidirektionaler Zähler. Er misst also Einspeisung und Verbrauch. Die gemessenen Daten werden an den Wechselrichter gesendet und der gibt dann sozusagen die Befehle, ob zum Beispiel der Energiefluss in die Batterie geht, zum Ohmpiloten oder vielleicht der digitale Ausgang angesteuert wird. Der Smart Meter ist aber auch die Basis für detaillierte Eigenverbrauchsanzeige auf unserem SolarWeb und natürlich der Schlüssel zur Überwachung von effizienten Steuerungen für die Energieflüsse im Haushalt. Was wir auch machen können mit unserem Smart Meter, wir haben ein sogenanntes Profiling. Profiling bedeutet, wir können bis zu 4 Smart Meter in einer PV-Anlage realisieren. Wir sehen zum Beispiel oben bei dem Strommasten, da ist der Zähler im sogenannten Einspeisepunkt. Das ist unser Primärzähler, den brauchen wir zwingend. Dieser Zähler überwacht den kompletten Verbrauch im Haushalt. Möchte dann aber gerne der Kunde Aufschluss haben über sein Elektroauto, eventuell über die Poolpumpe oder die Klimaanlage, können wir natürlich dann im SolarWeb mit verschiedenen Farben diese Verbraucher detailliert herausschneiden und dann publizieren. Auch wie unten schematisch dargestellt, sehen wir das Windrad, ein Generator. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel auch bereits bestehende Wechselrichter, Fremdwechselrichter publizieren können, sollte der Kunde seine Anlage erweitern. Ja, und dann letztendlich auf einen Fronius-Wechselrichter umsteigen oder er mag auch das Fronius SolarWeb und mag das Monitoring-System mitverwenden, kann er natürlich in Form von einem Erzeugerzähler auch seine bereits bestehende PV-Anlage mit publizieren, damit die Daten auch dort erfasst werden. Auch wichtig zu wissen, die Smart Meter selber
Sie haben keine Metas respektive, also Metas-Zertifizierung. Sie sind also nicht zur Energiekostenabrechnung geeicht. Also man kann es natürlich gegenrechnen, aber wie gesagt, es ist nicht zur Energiekostenabrechnung geeicht, also keine Metas-Zertifizierung ist auf diesen Smart Metern. Es ist rein zur Visualisierung oder zur intelligenten Steuerung von unseren Verbrauchern. Und später im SolarWeb haben wir natürlich dann die Möglichkeit, die kompletten Daten intelligent anzusehen für detaillierte Analysefunktionen, für unser Reporting. Wir sehen auch zum Beispiel, was wir jetzt in Blau dargestellt haben. Das ist zum Beispiel die überschüssige Energie, die in den Fronius-Ohm-Piloten reingeht. Wir haben gelb dargestellt die überschüssige Energie, die in die Batterie zwischengespeichert wird. Wir sehen auch zum Beispiel durch Einbindung von einem PT1000, sprich durch einen Temperaturfühler, die aktuelle Temperatur von unserem Warmwasser. Wir sehen an der gelben Ladekurve den aktuellen Status der Batterie. Also eben durch Einbindung ins SolarWeb wird unsere Anlage erst intelligent und wir haben natürlich mehr Aufschluss auf das Produkt und mehr Einsicht in das ganze Produkt selber. Zu den Garantien im Fronius-Wechselrichter verhält sich das Ganze so. Ihr kauft das Produkt bei der Firma Solarmarkt und habt ab Werk 2 Jahre Grundgarantie auf das Fronius-Produkt. Innerhalb dieser ersten 2 Jahre könnt ihr eine kostenfreie Erweiterung der Grundgarantie tätigen. Ihr könnt, wie zum Beispiel das erste Beispiel simuliert, eine 2+3 Jahre Garantie tätigen. Die nennt sich Fronius Garantie Plus. Das sind also 5 volle Jahre, wo Garantie auf Material, auf Service und Transport ist. Der Service ist quasi der Techniker, der in Österreich das Produkt repariert und der Transport, unsere Wechselrichter, die werden ja von Rümlang, dem Standort der Fronius Schweiz AG, nach Österreich gesendet, dort im Repair Center repariert und wieder retour gesendet. Das heißt, das sind volle 5 Jahre auf das Produkt. Oder wenn ihr oder der Endkunde sagt, ich möchte lieber auf die Länge gehen, ich sage, ich möchte 2+5 Jahre, dann habt ihr die Möglichkeit, eben noch weitere 5 Jahre kostenfrei, aber nur rein auf das Material zu beziehen. Das heißt, wenn dann ab dem 3. Jahr ein Defekt am Wechselrichter sein sollte, wie gesagt, das hoffen wir nicht, aber wenn es sein sollte, könnten oder werden Kosten entstehen in Form von Serviceleistung und Transportkosten. Wie gesagt, diese 2 Möglichkeiten habt ihr und das ist natürlich kostenfrei. Solltet ihr auf kostenpflichtige Garantieverlängerung zurückgreifen möchten, könntet ihr auch da zum Beispiel über die Firma Solarmarkt gehen. Die verkaufen euch nicht nur den Wechselrichter, die können euch auch eine kostenpflichtige Garantieverlängerung zwischen 10, 15 und 20 Jahre zur Verfügung stellen. Genau. Das einmal zum Wechselrichter selber, zum Gen 24. Jetzt habe ich am Schluss noch das ein oder andere Informative. Gerne könnt ihr euch natürlich verschiedene Aufzeichnungen in Form von Webinaren auf unseren YouTube-Kanal letztendlich anschauen. Wenn ihr einfach mal ins YouTube reingebt, geht und schaut dort unter Fronius und Webinar, gibt es verschiedene Anleitungen in Videoform, wo die Kollegen von Fronius verschiedene Instruktionen tätigen, für die Inbetriebnahme zu simulieren von Wechselrichtern in Verwendung mit Batterie, Autoladestation, Wärmepumpe. Also man kriegt dort sehr viel Informationsaustausch. Wenn man vielleicht sagt, okay, das mit der Bedienungsanleitung ist schön und gut, aber vielleicht mag ich trotzdem lieber einen bildlichen Austausch. Wie gesagt, empfehle ich auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal. Genauso kann man auch empfehlen, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal mit unserem Wechselrichter bei der HTW Berlin, das ist eine Technik- und Wirtschaftshochschule, mit teilgenommen. Die HTW Berlin ist ein unabhängiges Unternehmen, die Gerätschaften, Elektrogerätschaften auf Gesamteffizienz testet und wir haben dieses Jahr dort auch zum ersten Mal dran teilgenommen mit dem Gen24 Wechselrichter in Verbindung mit der BYD-Batterie und haben dort den ersten Platz erreicht in Verwendung von der Gesamteffizienz, wo wirklich herausgekommen ist, dass wir eine Wirkleistung von 94% erreichen mit dem Produkt und der BYD-Batterie. 94% ist laut Aussage HTW Berlin ein Wert, den es so noch nie in ihren Prüfszenarien gab. Also auch gerne unten mal diesen Link benutzen, für auf diese Seite zu gehen und sich diesen Prüfbericht anschauen.
Dann kann man zu guter Letzt noch sagen, Support-Hilfe haben wir zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr euch unter sos.fronius.com könnt ihr euch als Installateur anmelden und dann interaktiv sozusagen den Typ Wechselrichter auswählen, den State-Code dort eingeben und dann kriegt man sozusagen zwischen 1, 2, 3 Lösungsschritte für diesen Fehler, der da zeigt, an der PV-Anlage anliegt, zu beheben. Oder man möchte gerne den klassischen Weg wählen. Das wäre dann zum Beispiel unsere kostenfreie Support-Hotline, die 044 817 99 60. Das ist eine kostenfreie Rufweiterleitung zu unseren Kollegen nach Österreich, eben ins Mutterhaus. Da sind die Kollegen des Team Dach, die betreuen Deutschland, Österreich und die Schweiz aus der Ferne. Das sind 10 junge, motivierte, aufgestellte Jungs, die euch jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und natürlich erreicht man die Kollegen auch unter pvsupport-swiss@fronius.com, genauso bezüglich Supportanfragen. Und ansonsten stehen natürlich der Kollege Valerio Mehle und auch meine Wenigkeit euch zur Verfügung. Bei uns ist es so, uns nimmt man generell für die Anlagenplanung mit ins Boot. Sollte man auf der Baustelle sein und es sind aktuell Fehler auf der Baustelle vorhanden, sollte man am besten über den Support gehen, weil wir natürlich auch recht oft in Kundenterminen sind. Nur, dass man weiß, wie man sozusagen unsere Kontakte verwenden sollte. Das ist jetzt sozusagen die letzte Folie gewesen meiner Präsentation. Ich bedanke mich zum einen David. Danke der Firma Solarmarkt für die Bühne und dass ihr noch kurzzeitig oder so kurzfristig was organisieren konntet, dass wir das Ganze in Form von Webinar machen konnten. Ich danke euch, lieben Installateuren, für eure Aufmerksamkeit. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall noch mit Fragen und Antworten unten dran. Ich würde dann nochmal gerade das Wort an David übergeben. Besten Dank. Martin. Vielen Dank für deine Präsentation. Niedrückliches Gerät. Fronius hat da sicher wieder eine schöne Duftmarke gesetzt in der Photovoltaikbranche. Also ich denke, da werden wir einen Erfolg spüren mit dem Gen 24, wo wirklich da in einen guten Bereich eingehen kann. Es sind noch einige Fragen reingekommen. Ich denke, wir gehen mal an die Beantwortung. Ich werde schnell die schriftlichen noch beantworten, so dass auch Leute, die dann später zuschauen, die noch könnten beantwortet haben. Die eine Frage ist, müssen für den Notstrombetrieb, also Full Backup, ein RCD Typ B eingesetzt werden? Und kannst du für mich als Laie noch schnell erklären, was ein RCD ist? Also damit ist natürlich der FI-Schutzschalter gemeint. Ja. Und es ist so, der Unterschied zur neuen NVTEC-Box in der ein anderer FI-Schutzschalter ist, als es beim Symo-Hybrid-Wechselrichter gewesen ist, ist, dass dort müsste ein Typ A 30 mA eingesetzt sein. Ich meine zu wissen, eben beim Symo-Hybrid-Wechselrichter war es damals Typ A 100 mA. Und jetzt müsste es Typ A 30 mA sein. Aber eben dieser RCD, sprich der FI-Schutzschalter letztendlich, ist in der NVTEC-Box integriert. Müsste man vielleicht nochmal gerade bei NVTEC nachfragen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dort ein 30 mA Typ A integriert ist. Beim PV-Point ist es so, dort ist Typ A 30 mA ausreichend. Also kann man auch ohne Probleme die sogenannte Sidus-Steckdose verwenden. Perfekt, danke vielmals. Also das ist gut. Eben den NVTEC können wir auch bei uns im NVTEC bei Umschaltbox können wir auch bei uns im Shop über. Wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich die entsprechende auswählen. Also die gibt es für Fronius, die gibt es für LG, die gibt es für verschiedene Anbieter. Wir haben sie so entsprechend kennzeichnet, dass ihr die eigentlich gut könnt bei uns finden. Dann eine weitere Frage. Kann man mit der App solar.stadt auch den aktuellen Zustand der Wechselrichter einsehen? Also aktuelle Leistung, aktuelle oder Fehlerlisten und so weiter? Ja, das kann man. Also sprich, mit der eben sogenannten solar.stadt-App sehe ich letztendlich die Daten, die ich
vorher auf dem Wechselrichter-Display des Symos oder des Symo-Hybrid gesehen habe. Das heißt, wenn ich lokal vor Ort bin und mit Solar.Start verbunden bin, sehe ich das. Oder man kann natürlich auch, wie angesprochen, diesen Solar- oder diesen Support-Zugang nutzen, dieses Zeitfenster von 72 Stunden, wo man aus der Ferne über unseren Support natürlich in den Wechselrichter reinschauen kann über eine gesicherte Internetleitung. Dann eine weitere Frage: Wie funktioniert die Anbindung von einer bestehenden PV-Anlage mit SolarEdge Optimizern an den Gen 24? Also ich denke, das ist ein spannendes Thema, das ist mir extrem neu gewesen. Ich würde es noch erweitern, kann man auch andere Optimierer, sei das Tyco, sei das Huawei mit einnehmen und kann man auch nur sektoriell Optimierer einsetzen? Also generell ist es so, Optimizer, kann man ja sagen, sind in der Regel Wechselrichter unabhängig. Das heißt, ob ich jetzt ein Tyco-System einsetze, ja, für die Optimizer ins Spiel zu bringen oder auch von SolarEdge, ist das in der Regel Wechselrichter unabhängig. Klar, bei SolarEdge braucht es noch dieses Umschaltböckchen, das braucht es zwingend dazu. Natürlich können wir auch nicht dann zum Beispiel in Verwendung mit SolarEdge und einem MPP-Tracker mehrere Ausrichtungen oder Neigungen generieren, sondern es bezieht sich nämlich eben, wie angesprochen, rein auf den Strang und nicht auf das einzelne Modul. Also sprich, natürlich muss der Strang dann natürlich eine Ausrichtung haben, eine Neigung. Ja, es bezieht sich nicht auf das einzelne Modul. Deswegen kann man sagen, das Modul Optimizer so gesehen Wechselrichter unabhängig sind für die Einbindung. Und dieses Tool, was wir haben, dieser Dynamic Peak Manager, ist halt eben standardmäßig aktiviert für die komplette Kennlinie des Wechselrichters oder beziehungsweise für die komplette Kennlinie des PV-Generators zu optimieren bei einer erkannten Verschattung, wie gesagt. Danke. Dann nochmal eine Frage, kann ich auch als Installateur über den Supportzugang auf den Wechselrichter zugreifen? Also habe ich die Möglichkeit, eine Fernwartung umstellen von Wert von Ferne zu machen? Nein, es ist in der Tat so, dass es über den Support gemacht werden muss. Also sprich, man aktiviert das während seiner Inbetriebnahme, den Supportzugang, hat dieses Zeitfenster für 72 Stunden und hat in dieser Zeit die Möglichkeit, über die besagte Telefonnummer 044-817-9960 anzurufen, mit Angabe der Datalogger-ID oder mit Angabe des PV-Anlagennamen oder auch Seriennummer, kann der Supportler dann die Anlage suchen, findet sie dann und kann dann gemeinsam mit dem Installateur die Anlage verändern, respektive Daten anpassen. Also wie gesagt, immer in Verwendung mit dem Kollegen vom Support. Okay, gut. Dann würde ich mich von den Teilnehmern verabschieden, die das Video dann später schauen. Ich halte die Aufzeichnung an